Hallo und herzlich willkommen jetzt auf dem Wilsetter Berg, also im Zentrum der Lüneburger Heide. Das ist die höchste Erhebung des Heidekreises, so irgendwie 175 Meter rund, nicht ganz. Ich glaube 104, ist ja auch wurscht. Jedenfalls für die Verhältnisse von hier oben ist das voll der Berg. Für jeden, der nicht von hier oben bzw. hier unten, je nachdem aus welcher Position man das betrachten möchte, kommt, ist das natürlich lächerlich und bestenfalls ein Mühlwerferhügel bzw. minus 650 Meter oder ja, wie gesagt, je nachdem, woher man kommt. Nichtsdestotrotz ein schöner Punkt, um erstens auf einer Wanderung hierher noch ein bisschen die Heide anzugucken und zweitens, um von hier oben sich auch ein paar Gedanken eben über diese Landschaft zu machen. Es handelt sich eben um eine historische Kulturlandschaft, wie man das immer so schön sagt, durchaus etwas, was aufgrund seiner Eigenart und Schönheit, das sind auch so Begriffe, die da in den entsprechenden Gesetzestexten drin stehen, schützenswert ist und ist ja auch wirklich, wirklich schön hier. Also macht absolut Spaß, hier rumzuwandern und die Landschaft hat Eigenart und Schönheit, gar keine Frage. Allerdings eben eine Kulturlandschaft. Von Natur aus würden hier, wenn wir gar nie da gewesen wären, wir Menschen tatsächlich ziemlich trockene Buchen-Eichenwälder stehen, Eichenhain-Buchenwälder und eben, wenn es dann mal ein bisschen nasser wird an manchen Standorten, wie zum Beispiel der Buchenwald, der dem Wilsetter Berg vorgelagert ist, also wer hier mal hinmarschiert ist von Wilsetter auf den Wilsetter Berg, da findet man einen alten Buchenwald, wirklich vergleichsweise alt, der eben noch in der Vegetationszusammensetzung zumindest dem entspricht, was man hier normalerweise auch vorfinden würde, wenn wir Menschen nie da gewesen wären. Ja? Aber mal von solchen seltenen Ausnahmefällen abgesehen, ist es schon eine Landschaft, die eben durch Nutzung und durch Übernutzung, wenn man so möchte, stark geprägt ist. Wir hatten im letzten Video mal ein bisschen drüber gesprochen, was passiert, wenn man eben Landwirtschaft auf solchen Böden betreiben möchte und eben Plaggen obendrauf schmeißt, um da ja eben die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Ein ähnliches Prinzip wurde auch hier in Wilsede, dem Heidedorf Wilsede, das mit normalen Verkehrsmitteln gar nicht zu erreichen ist und wirklich noch viele sehr historische, sehr alte Gebäude aufweist. In dem Bereich war man so tief in der Heide drin, dass man mit Landwirtschaft, mit konventioneller, normaler Landwirtschaft und normalen Feldfrüchten, die da angebaut wurden, schon fast keine Erfolge mehr erzielen musste und musste dann auch auf, ich sag mal, anspruchslosere Nahrungspflanzen zurückgreifen und vor allen Dingen der Buchweizen, der nichts mit Weizen zu tun hat im Übrigen, war eine davon. Drum kriegt man hier in der Region auch relativ häufig irgendwelche Buchweizengerichte vorgesetzt, wenn man dann regionale Speisen haben möchte, weil es ist halt eine wirklich sehr anspruchslose Nahrungspflanze, die man dann auch noch bei schlechter Nährstoffversorgung der Böden ganz gut anbauen konnte. Aber wie bei vielen Teilen der Welt, wenn es an der normalen Landwirtschaft scheitert, sprich wenn man keine Feldfrüchte mehr anbauen kann, dann reicht möglicherweise die Fruchtbarkeit der Natur noch aus, um eben Weidewirtschaft zu betreiben. Und das ist das, was vor allen Dingen sehr massiv eben diese Heidelandschaft hier geprägt hat, nämlich die Bewirtschaftung mit Schafen, die bis heute andauert, eben weil man ja sagt, dass man aus Naturschutzgründen und zum Bewahren dieser Landschaft und vielleicht, das sagt zwar keiner, ne, man spricht immer nur von der Schönheit des Ganzen, für mich ist sie aber auch irgendwo ein gewisses Mahnmal, was passieren kann, auch wenn es schön ausschaut, wenn man eben die Natur übernutzt und eine Landschaft langsam degradieren lässt. Und deswegen nach wie vor eben die Bewirtschaftung mit Heidschnucken. Schnucken, das heißt so viel wie, ja, so eben Schlecken, Lecken, Naschen vor allen Dingen. Meistens wird es mit Naschen übersetzt und die Heidschnucken sind also diejenigen, die an der Heide naschen, wenn man das so wortwörtlich übersetzen möchte. Ist eine sehr, sehr alte Schafrasse, vielleicht eine der ältesten Schafrassen, die wir in Deutschland so haben und treibt die halt eben, ja,
ihr Unwesen möchte ich gar nicht sagen, hält die Heide niedrig und hält die Heide dadurch auch ein wenig jung, weil Heidekraut, Calluna vulgaris, hier die dominante Pflanze, die eben der Heide auch ihren Namen gegeben hat, beziehungsweise umgekehrt, die Tatsache, dass hier draußen damals, als der Name Heide geprägt worden ist, eben keiner war, außer eventuell ein paar Heiden, also ein paar Ungläubige, die möglicherweise noch an die falschen Götter und nicht an den einen geglaubt haben, hat dann eben dazu geführt, dass man Leute, die da draußen gelebt haben, eben als Heiden bezeichnet hat und den Ort, wo die Heiden wohnen, dann eben als Heide. Und auch wenn hier dann recht bald keine Heiden, wahrscheinlich zumindest, keine Heiden mehr gelebt haben, hieß das dann einfach Heide für abgelegene Orte weit draußen. Und da dann an diesen Orten relativ schnell auch das Heidekraut gewachsen ist, kam das dann alles zusammen, genau wie die Heidelbeere, die dann ebenfalls an solchen Orten zu finden war. Und man hat das dann alles nach der gleichen Sache benannt. Bei den Heiden wächst das Heidekraut in der Heide und die Heidelbeere gibt es da dann sozusagen auch. Also lange Zeit eben nicht unbedingt der Sehnsuchtsort zum Urlaub machen, sondern mehr ja, der Arsch der Welt, wenn man es dann so nennen will, wo eigentlich keiner hin wollte und wo man dann in den Städten die Bewohner dieser Landschaft auch eher verachtet hat, während man sie heute eher ja, vielleicht romantisiert ein wenig beneiden würde. Ja, damit man hier eben Landwirtschaft betreiben konnte, war es notwendig, auch hier eben erstens mal die weniger für uns verzehrbaren Pflanzenteile zu nutzen. Und das geht, indem man das Schaf eben drüber gehen lässt und hinterher eben nicht das isst, was das Schaf isst, sondern das Schaf selber. Zusätzlich gab es natürlich noch Wolle, die ja auch damals wie heute im Grunde ein großartiges Produkt ist, mit dem man wunderbare Textilien herstellen kann. Heute wird das mit der Wolle vielleicht ein bisschen weniger gemacht und schon gar nicht von einheimischen Schafen. Wirklich gut verkauft sich ohnehin in letzter Zeit nur noch Merino-Wolle. Heidschnuckenwolle dürfte langsam aber sicher ja nur noch ein Nischendasein in der Wertschöpfungskette erfahren, aber ja, hin und wieder gibt es das dann trotzdem immer noch. Hingegen eben das Fleisch dieser Schafe, das wird nach wie vor ganz gerne genommen und wird auch geschätzt bei Liebhabern und vor allen Dingen auch bei, ja, da wir in Deutschland nicht viel Schaf essen, jetzt so als durchschnittlicher Deutscher, eben auch bei Anhängern anderer Religionen, anderer Kulturkreise. Da kann man dann auch mal ganz gut so ein Schaf vermarkten. Jo. Paar Details zu eben der Heide und der Heidebewirtschaftung, weil es jetzt anfängt zu regnen, würde ich jetzt noch per kommentierten Fotos und kleinen Filmschnipseln entsprechend nachliefern. Und das waren jetzt so die wesentlichen Sachen fürs Erste. So viel dazu. Tschüss. So, und damit herzlich willkommen zum eigentlichen offiziellen Teil von dem Video, weil diese kleine Einführung, die ich da vor Ort gedreht hatte, die sollte eigentlich nur mal einen groben Überblick über die Heidelandschaft geben, mit deren Entstehung und einigen Besonderheiten, mit denen wir uns nicht schon in Teil 1 und 2 von der kleinen Heide-Trilogie beschäftigt haben, auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Das ist mit Abstand auch der umfangreichste Teil, weil ich da halt alles noch reingeklatscht habe, was noch übrig ist. Das ist vielleicht alles ein bisschen konfus, aber die Informationen sind an sich, denke ich, relativ interessant und da hoffe ich doch sehr, dass es da auf den einen oder anderen Interessierten auch treffen könnte. Gut, hier sehen wir eine wunderbare Darstellung des Alpenvorlandes, streng genommen, beziehungsweise eine stilisierte Gletscherlandschaft zur Eiszeit. Ja? Also das kann sowohl das Alpenvorland sein, als auch eben Norddeutschland und die entsprechenden Gletscher jetzt hier im Norden zu sehen, beziehungsweise oben, sind eben entsprechend dann die skandinavische Vereisung oder jeweils die Alpenvereisung, kommt immer darauf an, was man sich anguckt. So, zu Zeiten der Vereisung müssen wir Folgendes nochmal kurz erwähnen erstmal. Es gab ja nicht eine Vereisung, sondern es gab schon ein paar vorhergehende Vereisungen. Drum haben wir in diesem Stadium, was wir hier sehen können, zwar
den großen Gletscher im Norden. Wir haben aber gleichzeitig auch bereits südlich von den Flüssen, von dem Schmelzwasser-Urstrom und dem Schmelzwassersee, da haben wir auch bereits Ablagerungen von vorangegangenen Gletschern. Also die unterste Schicht, die wir jetzt unten rechts, ganz unten rechts in der Grafik sehen, das ist das Urgestein, das Gestein, das also vulkanisch die Landschaft gebildet hat. Die Schicht oben drüber, das ist schon wieder eine Moräne mit diesen senkrecht geriffelten Strichen drin. Und die wurde von einem vorangegangenen Gletscher, der deutlich weiter ins Land vorgestoßen ist, abgelagert. Der hat dann gleichzeitig eben auch dieses Tal, was wir jetzt Mitte links ganz unten in der Abbildung erkennen können, gebildet. Das ist also alles nicht der aktuelle Gletscher gewesen, sondern ein vorangegangener, noch mächtiger in einer noch kälteren Eiszeit, wo die Gletscher weiter vorgedrungen sind. Das muss man bei der ganzen Gletscherlandschaftsentstehung immer im Hinterkopf behalten, dass es nicht ein Gletscher war, sondern immer viele und sich die Ablagerungen bzw. Abtragungen, je nachdem, der einzelnen Gletscher durchaus überschneiden. Es kann also sein, dass ein mächtigerer Gletscher, der nach einem kleineren Gletscher kam, dessen landschaftsprägende Arbeit, also die vom kleinen Gletscher, komplett überlagert hat, weil er selber viel mächtiger war und alles weggeschliffen und noch weiter vorgeschoben hat, was der kleine Gletscher vorher abgelagert hat. War jedenfalls andersrum, nach einem sehr, sehr starken Gletscher, der zum Beispiel jetzt hier die unteren im Süden unserer Abbildung sich befindlichen Sedimente hinterlassen hat, wenn nachdem immer nur noch kleinere Gletscher kamen, dann war ja nie ein anderer Gletscher in der Lage, bis zu diesen Sedimenten vorzustoßen. Dafür hat er allerdings entsprechend viel Schmelzwasser gebildet und dann kann das Schmelzwasser an sich natürlich auch nochmal durch die Endmoräne, das ist jetzt ein Begriff, den wir gleich noch erklären werden, eines Vorgängergletschers hindurchschneiden und so die Landschaft nochmal massiv überprägen. Ja, also es ist eine hochkomplizierte Angelegenheit, im Detail auch wirklich nicht einfach zu verstehen, aber so ein paar Grundsätze der glazialen Landschaftsprägung bzw. der glazialen Serie oder glazialen Folge wollen wir uns jetzt doch mal ein bisschen angucken. Dazu vielleicht noch ganz kurz, wer hat denn das erfunden, diese glaziale Serie, beziehungsweise geprägt? Der Begriff ist von Albrecht Penck, P-E-N-C-K, von 1882. Das war so also einer der ersten, der Pioniere sozusagen, der Gletscher prägt die Landschaftsforschung und zu einer Zeit, als man dann langsam auch kapiert hatte, dass Geologie eben in sehr langsamen Zeiträumen stattfindet und alle wirklich verstanden hatten, dass die Erde nicht um circa 4000 vor Christus oder sonst wie von Gott aus dem Nichts Puff gemacht hat. Ja? Oder zumindest jedenfalls nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, um jetzt niemanden zu wollen. Gut, jetzt also zu unserer Grafik. Die Kontinentalvereisung sehen wir hier. Dann haben wir einen Eisrand, der fällt mehr oder weniger steil ab und die Gletscher kalben. Das kennen wir aus der Antarktis oder vom grönländischen Inlandeis, dass da große Eismassen gerne mal runterbrechen und dann zusammen mit den Wassermassen, die hier tatsächlich gelb dargestellt sind, nach unten fließen. Es fließt aber auch die ganze Zeit abseits der großen Flüsse und in diesen gelben Ablagerungsgebieten, wo halt eben auch durch das Gletscherwasser, das selber auch sehr stark geprägt ist von allem möglichen Material, was eben die Gletscher vom Fels abgerieben haben, da fließt alles rein. Da krachen dann auch die abbrechenden Eisstücke rein und so weiter. Und unterhalb des Gletschers bildet sich durch eben den Wasserdruck, der in so einem Gletscher entsteht, durch verschiedene Risse und Rillen im Gletscher. Es regnet, deswegen, falls man das hört im Mikrofon, bildet sich ein richtiger Wasserdruck, der im Gletscher aufkommt und dieses Wasser bricht dann letztendlich aus dem Gletschertor raus und hat durch die vielen kleinen Risse und diesen Druck des Wassers sogar die Kraft, um gegebenenfalls ein Stückchen bergauf zu fließen und enorme Erosionskräfte zu entwickeln, weil es da wirklich mit Druck aus dem Gletschertor rausgeschossen kommt. Ja?
Und dann fließt das Ganze eben auch gegebenenfalls gegen die Höhenmeter. Das war in Norddeutschland so. Da floss das Wasser quasi bergauf vom Gletscher nach Richtung Süden, logischerweise. Und nach Richtung Süden wird es ja auch immer höher, wenn wir uns Niedersachsen, Brandenburg angucken, irgendwie solche Bundesländer dieser Region. Und dadurch konnte das Wasser nur, solange es noch genügend Druck vom Gletscher hatte, nach Norden, nach Süden bergauf fließen. Und dann war relativ schnell Schluss, soweit es halt mit dem Druck gekommen ist. Und sobald der Druck nachgelassen hat, musste es also quasi parallel zum Gletscherrand Richtung Meer davon fließen. Da die Nordsee vollständig vom Gletscher bedeckt gewesen ist, musste es also Richtung Atlantik ausweichen, sprich hier in unserer Darstellung nach links. Und das galt für sämtliche Wässer, die aus den Gletschern rausgekommen sind. Und wir haben also diese großen Urstromtäler entsprechend bekommen, weil alles, was vom Gletscher rauskam, einfach nach links weg. Ja? Und das sind enorme Wassermassen gewesen, auch als die Eiszeit langsam zu Ende ging, massivste Wassermassen, die dann auch eben sehr stark die Landschaft bzw. diese Urstromtäler auch ausgefräst haben, die dadurch auch einen relativ engen, teilweise auch hohen Rand bekommen haben. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie das dann aussah, als das Eis weg war. So, Eis ist weg und der Gletscher hat diverse Überraschungen zurückgelassen. So, zunächst mal haben wir den Rinnensee. Das ist der Punkt, wo die Vereisung besonders massiv gewesen ist, wo der Gletscher ohnehin in einer Geländefalte gelegen ist und mit all seinem Gewicht und all seiner Kraft eben diese dann noch weiter ausgebaut hat, weiter eingeschnitten hat. Außerdem so ein Gletscher, das sieht man hier auch schön, der arbeitet sich nicht als geschlossene Wand vor, sondern eben in einzelnen Ausläufern. An manchen Stellen dringt er weiter ins Tal vor, an anderen Stellen bleibt er weiter zurück. Das ist bis heute noch so. Wer mal einen Alpengletscher gesehen hat, sollte sich damit beeilen, solange es noch welche gibt. Die wachsen auch jeweils das Tal runter, also bewegen sich einzelne Täler runter, sind dann oben im oberen Bereich dann schon noch eine große zusammenhängende Eismasse und dann auch gewissermaßen ein bisschen glatt. Das gilt auch fürs grönländische Inlandeis. Auch das arbeitet sich eben so einzelne Täler in einzelnen Rinnen, in einzelnen Vorstößen sozusagen in die Landschaft. Und aus diesen Vorstößen entsteht dann halt so ein Rinnensee. Gleichzeitig arbeiten sie dabei ja auch das Material nach links und nach rechts weg, was sie eben vor sich herschieben, gerade weil sie eben in dieser Zungenform vorstoßen. Und aus diesem nach links und rechts abgegebenen Material entsteht dann eine Seitenmoräne. Es gibt auch noch eine Mittelmoräne. Das ist das, was hier nicht beschriftet ist zwischen den beiden Rinnenseen, die wir hier oben sehen können. Und die bildet sich quasi dann, wenn zwei Gletscher nebeneinander runterfließen und jeweils nach, und quasi in der Mitte von sich selber eine Seitenmoräne bilden, die dann von beiden Gletschern ein bisschen geprägt ist. Und das nennt man dann eine Mittelmoräne. So, am Ende vom Eis, was wir eben ja noch gesehen haben, entsteht dann eine Endmoräne. Allerdings eben nur die Endmoräne des letzten Gletschers, der letzten Vereisungsphase. Das ist also eine relativ weit nördlich jetzt in unserem Beispiel gelegene Endmoräne. Der Endmoräne vorgelagert ist dann der sogenannte Sander, den sehen wir hier relativ links im Bild, wenn wir jetzt runter bis fast zum Urstromtal gehen. Das sind einfach Sande, die vom Gletscher transportiert worden sind, die vom Gletscher in Form der Endmoräne dann auch da abgelegt worden und jetzt vom Wind, der aus dem Norden weht, weil es da halt noch lange, lange kalt ist. Die Eiszeit ist ja nicht von jetzt auf gleich vorbei, sondern das ist ein langer Prozess. Und während dieses Prozess wehen eben sehr viele kalte Winde von Nord nach Süd bzw. weg vom Eis hin ins Land. Und das transportiert jede Menge Sand dann ab. Natürlich wird ein Großteil von dem Sand auch noch von den Gletscherflüssen bzw. den Abflüssen von unserem Rinnensee hier transportiert. Und das lagert große Mengen Sand an. Der Sander, den kennen wir jetzt vielleicht schon aus dem zweiten Teil dieser Videoreihe, weil diese Wanderdünen, von denen ich gesprochen habe, die basieren eben auf dem Sand, der sich in diesem Sander befindet, in dieser großen Sandablagerungszone, noch etwas nördlich eben vom Urstromtal, das dann eben erst sich hinter dem Sander anlagert. So.
Das sind so die wesentlichen Sachen. Nochmal, das hatte ich ja schon beim anderen Bild erwähnt, man beachte unten die alten Endmoränen, die eben von einem viel mächtigeren vorher stattgefundenen Gletscher stammen. Das heißt, kann also das Urstromtal durchaus zwischen zwei Endmoränen liegen und damit irgendwo in der Mitte in etwa der Gesamtvergletscherung, die bisher so stattgefunden hat. Es kann auch sein, dass eine Landschaft mehrere Urstromtäler, nämlich parallel angeordnete Urstromtäler aufweist, eben je nachdem, wie viele Gletscher denn da so gewesen sind. Im Grunde macht jede Eiszeit und jeder Gletscher mit dem Vorstoß, den er jeweils macht, sein eigenes Urstromtal. Es sei denn, es gibt eins, das schon so tief ist, dass da halt alles dann reinfließt. So, dazu gibt es auch noch eine interessante Grafik. Und hier sehen wir jetzt im Querschnitt der Landschaft die verschiedenen Vereisungsphasen. Das ist das Blaue, das Graue und das Lilane. Das Lilane ist der Gletscher, der am wenigsten weit gekommen ist und hat hier diese orangene Endmoräne abgelagert. Dann der graue Gletscher, der hat die zweite von rechts orangene Endmoräne abgelagert. Der blaue Gletscher ist für die dritte von rechts Endmoräne in Orange zuständig und irgendwann vor langer Zeit muss es mal noch einen weiteren, viel mächtigeren Gletscher gegeben haben, der eben dann entsprechend die ganz links sich befindende Endmoräne abgelagert hat. Ja, und nach überlagern die sich dann eben. Also der graue Gletscher beispielsweise wird in der Lage gewesen sein, noch ein Stückchen von der lila Endmoräne weg mitgenommen zu haben. Und nur der lila Gletscher ist quasi verantwortlich für das Urstromtal, das erste Urstromtal von rechts. Das zweite, dieses gelbe jeweils, ne, die jeweiligen Kiesablagerungen, das war nur ein recht kurzes Urstromtal, relativ klein, weil wohl die Eiszeit eher kurz gewesen ist, aber heftig, dass der graue Gletscher weiter vorgestoßen ist als der blaue Gletscher. Und der blaue Gletscher muss sehr lange Bestand gehabt haben, beziehungsweise dessen Urstromtal, also das ganz linke Urstromtal, das große Breite, das wird wahrscheinlich eben mit ausgebuddelt worden sein von dem deutlich früher stattgefunden habenden allermächtigsten Gletscher, der für die ganz linke Endmoräne zuständig ist. Ne? Also hier können wir also schön auch sehen, wie sich die jeweiligen Moränen überlagern, je nachdem welcher Gletscher wie mächtig gewesen ist und wo die Urstromtäler jeweils landen. Auch das kann eben unterschiedlich sein. Die können später auch in der Landschaft vollkommen von weiteren Gletschern überdeckt werden. Übrigens durch die Tatsache, dass dann eben von den Gletschern ausgehend diese massiven Bäche ins Tal bzw. auch bergauf Richtung Urstromtal fließen, kann so eine Moräne auch mal sehr durchbrochen sein. Das ist in Norddeutschland der Fall. Da finden wir kaum jemals einen komplett durch die Landschaft gehenden Moränenwall, sondern immer nur so einzelne Reste von Moräne, die dann immer durchbrochen worden ist, eben von den starken Strömen der kleineren Gletscher, die hinterher kamen und dann die Moräne kaputt gemacht haben. Also das vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, weshalb es nicht einen riesigen, noch intakten Moränengürtel in Norddeutschland gibt, den man an jeder Stelle hochfahren müsste. Also es gibt ganz viele Orte, wo man da einfach auch durchfahren kann. So, unser Wilsetter Berg, der Vollständigkeit halber, der gehört zu einer Endmoräne. Darum kommt in dieser Landschaft auch so eine relativ hohe Erhebung überhaupt nur zustande. Gucken wir nochmal auf die andere Karte. So, und jetzt nochmal zum Mitschreiben, die glaziale Serie, wie sie eben beschrieben worden ist vom Herrn Penck, schwerer Name, vom Albrecht, nennen wir ihn Albrecht, wir mögen ihn ja gerne und außerdem ist er lang genug tot. So, jedenfalls die Grundmoräne mit einem Zungenbecken, das ist das erste, was wir am weitesten nah am Gletscher finden, sprich in Norddeutschland am weitesten im Norden. Grundmoräne aktuell vom letzten Gletscher, den wir hier in dieser Darstellung hatten, sehen wir nicht, weil die ist unterm Rinnensee verborgen, da befindet sich die Grundmoräne. Der sehr mächtige Gletscher, der deutlich weiter ins Landesinnere vorgestoßen ist, hat eine Grundmoräne gebildet, die wir ganz
Unten in der Abbildung finden, unten links, das ist Grundmoränenlandschaft und die macht tatsächlich auch einen Großteil der Mecklenburgischen Seenplatte zum Beispiel aus oder große Teile Niedersachsens sind zumindest mal irgendwann von der Grundmoräne überprägt worden und seitdem verändern sie sich halt, seit keine weitere Moräne da mehr vorbeigekommen ist. Aber normalerweise vom frischen Gletscher, der jetzt den Rinnensee gebildet hat, dem seine Grundmoräne wäre da unterhalb vom Rinnensee. So, zweite Phase. Die Endmoränenkette, die sich bogenförmig um das Zungenbecken legt, das sieht man hier eben entsprechend direkt hinter dem Rinnensee, also südlich davon, die Endmoränen, die sich da eben drumrum liegen. Man sieht auch den Bogen, wenn wir etwas weiter nach rechts gehen, von dem Endmoränenschriftzug, wunderbar. Und eben die Endmoräne von dem kleineren Gletscher rechts, der eben rechts vom Rinnensee, der beschriftet ist, liegt. Endmoränen gibt es eben auch noch weiter südlich gelegene von den anderen Gletschern, die auch mal jeweils welche hatten, sofern die noch übrig sind, weil sie, wenn sie eben nicht vom Schmelzwasserabfluss und Ähnlichem zerstört worden und abgetragen worden sind. Aber das wäre jetzt so die zweite Phase in der glazialen Serie. Dann gibt es das Schotterfeld oder die Schotterebene, die kennen wir im Bereich München. Die Münchner Schotterebene, das wäre jetzt natürlich dann der Alpengletscher, der das verursacht hat. Rund um München, rumrum, mehr oder weniger, ist es eine riesen Schotterlandschaft, weil sich da eben dann der starke Schotter, den der Gletscher vor sich hingeschoben hat, abgelagert hat. Das heißt, da war noch ein bisschen Kraft da, da konnte noch Schotter transportiert werden. Die entsprechenden Flüsse haben dazu gesorgt, dass das da alles massiv reingepustet worden ist. Und daher der Schotter. Und dem Schotter vorgelagert, da finden wir dann eben die Sanderebene. Schotter- oder Sanderebene kann es auch geben. Das hängt immer so ein bisschen von der Form der Endmoränenkette ab. In Norddeutschland ist es eben Sand, in Süddeutschland eher Schotter. Hängt auch ein bisschen vom Gefälle ab. Ne? Bei den Alpen ging es stärker runter als bei den skandinavischen Gletschern. Und das Urstromtal letztendlich, da haben wir ja viel drüber gesprochen, läuft dann eben parallel zum Eis Richtung nächster Ozean, der zur Zeit der Eiszeit verfügbar war. Und damit haben wir dann die Serie. Das ist es, ja. Also Grundmoräne, Endmoräne, Sander bzw. Schotterebene und dann das Urstromtal. Und darüber hinaus ist zumindest vom aktuellen Gletscher keine Auswirkung auf die Landschaft mehr zu erwarten. Ja? Nur von vorangegangenen. Das kann noch sein. Soweit so klar? Gut, dann machen wir jetzt mit was anderem weiter. Das war jetzt auch wirklich genug Glaziologie, so für Einsteiger. So, weil wir das jetzt alles wissen, können wir jetzt auch ganz gut einschätzen, dass da an unserem roten Punkt der Wilsetter Berg, also da, wo ich jetzt gerade eben für die Einführung gestanden bin, also für mich ist das natürlich jetzt eine ganze Weile her, jetzt im Schnitt, aber egal, jedenfalls, da befindet sich der Wilsetter Berg. Und jetzt kann man sich auch schön vorstellen, dass eben diese enorm mächtigen, kilometerdicken Eismassen über Skandinavien dazu geführt haben, als sie sich nach unten, nach Süden vorgearbeitet haben. Eine Nordsee gab es nicht, der Meeresspiegel war niedriger, dass da also einzelne Gletscher dabei waren, die eben eine sehr massive Endmoräne genau da angelegt haben, wo heute der Wilsetter Berg liegt, die dann von späteren Gletschern eben teilweise durchbrochen wurde, weshalb es auch nur einen Wilsetter Berg gibt und nicht eine ganze Gipfelreihe, dass also die Endmoräne nicht eine ganze eine Gipfelfolge erzeugt hat, weil überall oben auf der Endmoräne im Prinzip ähnlich hoch sein müsste wie auf dem Wilsetter Berg. Das ist aber nicht mehr der Fall, weil sie halt so zerklüftet wurde, unter anderem von den Strömen, die dann das Urstromtal gebildet haben. So, also wenn man es jetzt noch nicht kapiert hat, in dem Fall tut es mir leid. So, wir machen aber jetzt wirklich weiter. Jetzt, wo wir wissen, wie die geologische Geschichte dieser Landschaft ist, können wir uns auch relativ gut herleiten, warum da hinten auf den Hügeln überall Wald steht und in den Bereichen, die ein bisschen tiefer sind, seltsamerweise kein Wald steht. Denn tatsächlich sind die tieferen Lagen eben nicht mehr von Endmoränengestein geprägt, sondern von den Sandern vorangegangener Gletscher. Heißt, die Ausgangslage fürs Pflanzenwachstum in den
tieferen Lagen ist Sand und in den höheren Lagen ist es eben Endmoränenmaterial. Das sind meistens mergelige Gesteine, so in diese Richtung. Die sind deutlich besser von der Nährstoffzusammensetzung. Die verwittern dann auch als etwas, was deutlich bessere Nährstoffe enthält. Und auf sowas kann dann auch ganz gut ein Buchenwald einigermaßen noch wachsen, während eben deutlich tiefer gesehen Wachstumsbedingungen für Wald an sich langsam schon zum Problem geworden sind. Das war nicht immer so. Das hat früher für einfache Wälder gereicht. Es mag auch die ein oder andere Stelle gegeben haben, wo es nur für Eichenwälder gereicht hat, die eben besser mit solchen Verhältnissen zurechtkommen, die guten Eichen, und die besseren Standorte dann eben der Buche vorbehalten waren auf dem Hügel. Heute ist unten ja bekanntlich Heide und das hat jetzt einen Grund, nämlich eben die Übernutzung der Landschaft, die nach und nach durch diese Übernutzung, durch die Überhauptnutzung für ortsansässige Leute, Nomadentum hätte wahrscheinlich noch funktioniert, aber Sesshaftigkeit langfristig eben nicht, haben wir da eben die Degradierung des Bodens bekommen, die immer weiter fortgeschritten ist. Man hat sich daran angepasst, man hat schon relativ früh festgestellt, okay, das geht in eine Richtung, dass wir uns was einfallen müssen und mit der normalen Bewirtschaftung, die damals im Mittelalter möglich und bekannt war, wird man hier nicht weiterkommen. Und was man sich hat einfallen lassen, ist eben diese berühmte Heidebewirtschaftung, die bis heute funktioniert. Die ist also in einer gewissen Weise schon auch nachhaltig, aber eben nur über, ja, ich weiß nicht, ob sie noch 100 Jahre funktionieren würde, noch 200, vielleicht noch 300 Jahre, aber irgendwann wird das Ganze tatsächlich ein Problem und die Situation wird immer schlechter, also nachhaltig nur in einem begrenzten Zeitraum. Wenn wir den Begriff Nachhaltigkeit richtig auslegen wollen, dann bedeutet das ja bis in alle Ewigkeit eine kontinuierliche Nutzung, dass jede nachfolgende Generation auch in sehr, sehr langer Zeit eben noch die gleichen Ressourcen nutzen kann und die gleichen Lebensgrundlagen hat als die vorangegangene Generation. Das ist hier in der Heide sicherlich nicht der Fall, wenn auch die Zeiträume dem einen oder anderen völlig lächerlich lang erscheinen mögen. Der Ökologe denkt da gegebenenfalls ein kleines bisschen anders, weil wir es halt gewohnt sind, in sehr langen Zeiträumen, insbesondere wenn man Forstökologe in diesem Bereich ist, sind wir es gewöhnt, in sehr langen Zeiträumen zu denken. So, aber wie funktioniert jetzt diese Heidebewirtschaftung? Das wird jetzt das nächste große übergeordnete Thema werden. Ja, die Heidebewirtschaftung kann man auf diesem Schild hier so ein bisschen visualisiert sehen. Da steht da in Wilsede in der Landschaft rum und das haben wir uns jetzt hier mal ein bisschen zusammengebaut, damit man es besser lesen kann. Steht jetzt nicht mehr auf dem Kopf, dafür ist die Reihenfolge jetzt nicht mehr ganz korrekt. Das macht aber nichts, weil ich erkläre es ja. So, und zwar ist jetzt erstmal das Ziel der Heidebewirtschaftung, dass wir auf Grenzertragsböden, die wirklich sehr nährstoffarm sind und im Übrigen durch die Bewirtschaftung auch noch nährstoffarmer werden, was wichtig ist, damit diese Landschaft so in dieser Form auch erhalten bleiben kann, was ja auch durchaus kleinräumig eine Bereicherung des Gesamtökosystems ist. Es ist zwar eine Kulturlandschaft, aber eben eine sehr wertvolle und was sehr Spezielles und ich kann schon sehr gut verstehen, dass das erhalten werden soll und möchte mich diesem Wunsch nach Erhaltung dieser speziellen, einzigartigen Kulturlandschaft auch durchaus anschließen. So, wie funktioniert das Ganze? Zunächst mal Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich oben im Bild der Schafstall, weil ohne den wäre eine Anreicherung des Bodens mit Dünger, zumindest damals, das ist ja ein sehr, sehr altes System aus dem spätestens Hochmittelalter, wäre so nicht vorstellbar, wenn da nicht der Schafstall eine große Rolle spielen würde und damit auch die Düngung mit Plagem ist. Das ist nämlich notwendig, damit auf so einer Fläche überhaupt erstmal was wachsen kann. So, Plagemist, was ist das? Hier sehen wir eine Fläche in der Heide, die gerade geplagt worden ist. Das ist noch nicht lange her. Das heißt, da wird die komplette Heide, also das Heidekraut, ja, mitsamt den oberen Wurzeln und mitsamt der oberen Bodenschicht, also die ganz, ganz obere, wird hier abgetragen. Was übrig bleibt, kann dann durchaus dieses gräuliche Sand sein, den wir hier jetzt so ein bisschen unterhalb der Bildmitte sehen können. Und der ist jetzt super, super nährstoffarm. Was da aber drauf saß, die Überreste hier von dem bräunlicheren Boden, das enthält noch relativ viele Nährstoffe. So, und das nimmt man an manchen Stellen eben raus aus der Heide.
Weide und verfrachtet es wohin? In den Schafstall. So, und jetzt ist es ja ohnehin die nährstoffreichere Schicht, inklusive eben einiger Pflanzen. Und damit die noch nährstoffreicher wird, nutzt man jetzt eben die Schafe, die den Winter über im Stall verbringen. Und dann eben entsprechend alles, was sie so fallen lassen, landet auf dieser Einstreu im Stall, also sprich diesen Plaggen. Mist, ja, also Kombination aus Plaggen und Mist. Und dadurch wird das Ganze nach und nach von den Schafen vertrampelt und verschissen letztendlich und wird zu einem sehr fruchtbaren Gemisch, was man dann initial auf ein neues, jetzt zu bewirtschaftendes Feld irgendwo in der Heide, auf also einen sehr, sehr unfruchtbaren Heideboden ausbringen kann, also diesen Plaggenmist. So, danach ist der Boden jetzt erstmal ziemlich stark gedüngt und enthält Dünger für ja, 1 bis 3 Jahre Roggen. Warum 1 bis 3 Jahre? Das hängt jetzt stark davon ab, wie nährstoffarm der Boden an der entsprechenden Stelle ist, wie viel Plaggenmist man da jeweils drauf tun konnte, wie gut und mit wie vielen Schafen man überhaupt durch den Winter gekommen ist. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Wenn es ein harter Winter war, war es natürlich schwieriger, ob man in der Lage war, ausreichend Futter für die Schafe bereitzustellen. Denn diese Landschaft, diese sehr nährstoffreiche, karge Landschaft, gibt natürlich auch nicht viel Material her, was als Viehfutter geeignet ist. Da hat man dann zum Beispiel auch Streunutzung im Walde betrieben, möglicherweise auch eben weiter Heide verfüttert, dann auch direkt an die Schafe in der Hoffnung, dass die da auch noch ein bisschen was Nährstoffreiches da haben rausziehen können. Und es war also sicherlich nicht einfach, die Schafe entsprechend überhaupt diese notwendigen Düngermengen produzieren zu lassen. Und daher ergeben sich halt in guten Bedingungen, wo die Schafe für viel Nährstoffanreicherung im Plaggenmist gesorgt haben, 3 Jahre lang Roggenwachstum, und wenn es halt nur schlechte Jahre waren und nicht so gut funktioniert hat, also schlechte Winter, dann halt schlimmstenfalls nur 1 Jahr Roggenwachstum. Soll wohl auch manchmal möglich gewesen sein, 4 Jahre lang Roggen nacheinander anzubauen, aber ja, das ist dann wohl eher ein etwas seltener Fall. Aber die Ergebnisse und die genauen Zahlen, wie oft und wie lang das funktioniert hat, die variieren ein wenig. Es gab auch nur eine Ernte pro Jahr, also nicht wie heute oder weniger eine Dauernutzung des Feldes mit Zwischenfeldanbau, sondern wirklich bloß eine Ernte im Jahr. So, und Roggen. Roggen ist ja jetzt schon nicht unbedingt das anspruchsvollste aller Getreide, die wir heutzutage so kennen. Und das ist auch wichtig gewesen, weil Weizen wäre dann niemals gewachsen. Der hat dann wieder zu große Ansprüche an die Nährstoffversorgung, oder gar Mais, zumal man damals ohnehin noch nicht groß über Mais nachgedacht hat. Also Roggen war schon das Getreide der Wahl und noch das Beste in der Auswahl der diversen Dinge, die man da überhaupt hat anbauen können. Also das ist hier das linke Bild, ne? Da sehen wir den Roggen. Also erstes Jahr Roggenanpflanzung war direkt eben sofort nach der Düngung, hat man da gleich den Roggen hinterher gepflanzt sozusagen und gesät, und das hat auch meistens eben ganz gut funktioniert. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir im zweiten Jahr bisschen weniger Roggenertrag haben und im dritten Jahr unser Roggenertrag so weit zurückgegangen ist, dass klar ist, dass ein viertes Jahr Roggen keinen Sinn mehr ergibt, und drum geht man eventuell im dritten Jahr oder dann halt eben im vierten Jahr oder vielleicht auch schon im zweiten Jahr, das ist immer, wie gesagt, von der Initialdüngemenge abhängig, auf den Hafer übrig über. Und übrigens den Sandhafer, das ist ein sehr genügsamer Hafer, der dann eventuell vielleicht zur Not auch als Viehfutter hat verwendet werden können. Da war ja gerade das Thema, was fressen die Viecher eigentlich im Winter, ja bereits besprochen hatten, aber man wird den Hafer auch entsprechend selber gegessen haben. Hafer wurde jeweils nur 1 Jahr angebaut, der ist zwar sehr genügsam und braucht recht wenig Nährstoffe und an die Bodenbedingungen recht, ja, anspruchslos, aber trotzdem war der Boden nach einem Jahr, zusätzlichem Jahr, dann Hafer wirklich so weit degradiert und so wenig Nährstoffe nur noch vorhanden, dass es dann im, ja hier jetzt zum Beispiel vierten Jahr oder halt eben fünften oder dritten Jahr, je nachdem, nur noch für Buchweizen gereicht hat. So, den Buchweizen, den schauen wir uns jetzt vielleicht nochmal gerade ein bisschen genauer an, weil er doch was Charakteristisches für die Lüneburger Heide ist.
Ja, so schaut er aus. Das hier ist der echte Buchweizen. Und warum heißt der Buchweizen? Unten rechts sehen wir die Früchte und die erinnern von der Optik her so ein bisschen an Bucheckern. Daher der Name Buchweizen. Ist ein Pseudogetreide, wird der auch genannt, also nicht wirklich ein Getreide. Ja, so moderne Zeitgenossen, die hippe neue Nahrungsmittel bevorzugen, werden das Zeug vielleicht ein bisschen Quinoa-ähnlich einschätzen. Also wer von Quinoa schon mal was gehört hat, tatsächlich geht Buchweizen so ein bisschen in diese Richtung. War eben ein beliebtes, ja, eine beliebte Feldfrucht, wenn man eben nichts Besseres anbauen konnte. Bis die Kartoffel immer mehr Verbreitung fand, weil die ist ebenfalls sehr anspruchslos, was ihre Verhältnisse an den Boden angeht und wächst da auch ganz gut. Deshalb wurde er dann ab 17., 18., 19. Jahrhundert spätestens da, 18., 19., wurde er dann zunehmend von der Kartoffel verdrängt und hat dann in Mitteleuropa immer mehr an Bedeutung verloren, auch wenn er eine Zeit lang wirklich sehr wichtig war. Er stammt ursprünglich aus Asien, also da, wo heute China ist, also eine Ecke davon zumindest, und wurde dann durch den Menschen in Eurasien und Teilen, ja, so ein ganz kleines bisschen noch vielleicht nach Afrika, eben entsprechend verbreitet. Also das ist eine reine Kultur, ja, was heißt eine reine Kulturpflanze? Natürlich, die wuchs irgendwo auch mal wild, aber da hat wirklich unsere Siedlungstätigkeit und unsere Landwirtschaft dazu beigetragen, dass der eine recht große Verbreitung gefunden hat. Gibt es auch in Nordamerika, die Kanadier mögen zum Beispiel gerne Buchweizenpfannkuchen mit ihrem berühmten Ahornsirup. Also das ist schon was, was man durchaus essen kann. Mir persönlich schmeckt da nicht so. Ich würde allerdings durchaus empfehlen, wer da neugierig ist und das Zeug gar nicht kennt, doch mal irgendwas mit Buchweizenmehl oder eine Buchweizengrütze auszuprobieren. Viele ältere Einwohner von Norddeutschland dürften die Buchweizengrütze durchaus noch kennengelernt haben als Standardnahrungsmittel und wird da bis heute durchaus ganz gerne noch gegessen. Auch Buchweizenpfannkuchen kann man zum Beispiel in Wilsedde bekommen. Das ist vielleicht noch eine der, ich sag mal, einsteigerfreundlichsten Speisen, die man aus Buchweizen so machen kann. Das Zeug ist durchaus nicht ungesund. Es enthält recht viel Stärke, aber auch hohe Werte an Eiweiß. Also so gesehen durchaus interessant. Kaum Fett. Und ja, kann also zu einer gesunden Ernährung durchaus beitragen. Als Mehl wird es gern verwendet, dann ist allerdings kein Gluten drin, deswegen wird da normalerweise noch glutenhaltiges Mehl zusätzlich zugesetzt. Also ein Buchweizenbrot enthält zum Beispiel ab 20% Buchweizenmehl. Viel, 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 viel mehr ist es meistens nicht, weil sonst klebt der Teig eben nicht mehr. Gluten ist ja mal abgesehen davon, dass man sich über das Zeug sehr wohl wunderbar streiten kann, eben nun mal das Klebeeiweiß, das für die Haltbarkeit von Mehlteigen verantwortlich ist. Und wenn da gar kein Gluten mehr drin ist, dann klebt dir dein Mehl halt eben auch entsprechend nicht und es lässt sich kein Brot draus formen. Das gilt also auch für Buchweizenmehl. Hat man nur das, kann man da kein Brot draus machen und sie haben es eben als Ergänzung zum Roggenmehl dann entsprechend verwendet, wenn sie sich nicht einfach aus den Körnern eine Grütze gekocht haben, also die berühmte Buchweizengrütze. Übrigens, die Schale des Kerns ist leicht giftig und man sollte also schon gucken, dass man die irgendwie entfernt bekommt, bevor man Buchweizen futtert, zumindest dann bei größeren Mengen. Wie wir sehen können, ist die Blüte auch ganz hübsch. Das ist ein weiterer Vorteil, nämlich Buchweizen ist auch durchaus eine interessante Bienenweide. Die Imkerei hat in der Heide auch schon immer eine große Rolle gespielt und da war man dann eben durch den positiven Nebeneffekt, dass sich die Bienchen über die Buchweizenfelder, die ja doch dann immer auf einem Drittel bis einem Viertel oder mindestens einem Fünftel der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die man auf der Heide so betrieben hat, anzutreffen waren. Ja, werden Sie sich sicher darüber gefreut haben, die entsprechenden Bienchen und auch die Heideimker, die dann damit eine verlässliche Quelle für Honig hatten. Ja, so viel zum Buchweizen. Also heute sehr, sehr unterschätzt und vor allen Dingen durch die inzwischen vorhandene Düngung ist der Buchweizenanbau auf Grenzertragsböden einfach nicht mehr notwendig und man kann da jetzt auch bessere, in Anführungszeichen, Sachen anbauen. Ja, aber an sich eine tolle Pflanze.
So, zurück zu unserer Heidebewirtschaftung und jetzt fällt unser Land Dreesch. Das ist hier so Mitte unten, das Ding mit der Kuh. Ne? Dreesch bedeutet, okay, die Nährstoffe, die wir durch eben Schafmist draufgeschmissen haben, sind jetzt endgültig weitestgehend verbraucht. Nur noch kleine Reste sind übrig, das reicht aber für überhaupt keine Kulturpflanze mehr. Stattdessen wächst da jetzt zum Beispiel die Quecke, das ist das Ding hier links von der Kuh. Und die Kuh freut sich, weil die Quecke schmeckt ihr gut. Und die wenigen Rinder, Betonung auf wenige Rinder, konnten dann eben mit diesen Dreschen Flächen ganz gut gehalten werden. Und jetzt denkt man sich, ja Momentele, ja einfach ein Jahr Dresch und danach ging das Ganze schon wieder von vorne los. So unfruchtbar ist das doch gar nicht. Das war nämlich der Fehler, den mir schon häufiger mal passiert ist, dass ich mich früher mit der Heidebewirtschaftung auseinander oder eben der Dreschwirtschaft, da oben steht es ja, auseinandergesetzt habe. Die Dresche, also dass das Land Dresch fällt, das dauert nicht etwa nur ein Jahr und macht damit so ungefähr ein Fünftel der gesamtlandwirtschaftlichen Nutzfläche aus, sondern Dresch ist so ein Land mindestens 10 Jahre, also so im Schnitt 10 Jahre gewesen und das ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Ne? Und dadurch, dass man die wenigen Kühe drüber gejagt hat, hat man natürlich durch deren Fressen und das, was sie vor Ort fallen lassen, die sind dann auch irgendwann wieder im Stall gelandet und haben dann wieder da wiederum was fallen lassen, aber eben auch ein bisschen was vor Ort. Und das hat natürlich zusätzlich dann die Gesamtsituation dieser dreischen Landschaft noch ein bisschen verbessert und dazu geführt, dass da über viele Jahre eben zumindest mal Kuhfutter, die ja ganz anspruchslose Zellulosepflanzen bloß brauchen zum Essen, hat das gereicht, ja. Und nochmal, Betonung auf wenige Kühe. Das hat nichts mit den Rinderherden, wie wir sie aus ja, heutiger, moderner Hochleistungslandwirtschaft kennen, zu tun, sondern wirklich eine Kuh mit ganz viel Platz. Und das waren auch noch viel kleinere Kuhrassen als die, die wir heute haben. Also bestimmt halb so groß wie so eine Hochleistungsmilchkuh von heute. So, und nachdem das dann ungefähr 10 Jahre lang eben Dresch gewesen ist, dann ging es wieder von vorne los und man konnte mit der entsprechenden Menge an Plaggenmist, den man aus dem Schafstall geholt hat, diesen dreischen Stück Boden da irgendwie entsprechend wieder neue Nährstoffe einverleiben und dann ging der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Netto, muss man dazu sagen, entzieht diese Art der Bewirtschaftung langfristig mehr Nährstoffe, als dass sie nachliefert. Also es reicht immer mal wieder eben, um wieder ein bisschen Roggen draufpacken zu können, aber über die Jahre wurden die Perioden, in denen Roggen angebaut werden konnte, mit Sicherheit kürzer. Also auf der gleichen Fläche, man hat dann neue Flächen natürlich dazu genommen, aber auf einer Fläche, die zum Beispiel 100 Jahre lang schon in dieser Form der Bewirtschaftung ist, gibt es bestimmt nicht mehr 3 Jahre Roggen, sondern wahrscheinlich nur noch 2. Und wenn so 150 oder 200 Jahre in Bewirtschaftung ist, dann gibt es halt nur noch 1 Jahr Roggen oder man hat sie halt auch mal über einen sehr viel längeren Zeitraum Dresch gelassen, damit es dann hinterher wieder ein bisschen besser geht mit dem Roggenanbau. Aber die Leute hatten schon zu kämpfen. Das klingt jetzt alles ganz clever und ausgetüftelt, dieses System. Aber ja, also es gab durchaus auch Jahre, in denen es eben zu Hungersnöten gekommen ist, weil es halt dann doch eben mal nicht so gut gereicht hat und wirklich üppig hatten sie eigentlich nie zu futtern. Also schon so eine Sache. So ein Schafstall, der stand dann meistens auch recht nah an den Weideflächen der Schafe beziehungsweise recht nah an den Flächen, auf denen man dann eben durch den Schafdünger, den Plaggenmist, die Wirtschaftlichkeit wiederhergestellt hat. Und hier sehen wir ein schönes Beispiel. Der steht hier also wirklich mitten im Feld und genau in sowas hat man dann eben über den Winter die Schafe gehalten. Und dann musste man auch nicht so weit mit dem entsprechenden Plaggenmist fahren, um den auf die Felder auszubringen, weil direkt hier vorm Stall steht ja eben schon das Getreide rum, das eben auf dieser Versuchsfläche übrigens auch weiterhin in Dreschwirtschaft bewirtschaftet wird. Einfach nur, damit man das eben mal auch zeigen kann und diese historische Form der Landnutzung erhalten bleibt für spätere Generationen zum Angucken. Für mich persönlich ist auch wichtig, dass man dabei eben auch lernt, dass das nicht nachhaltig
ist letztendlich über einen langen Zeitraum. Aber ja, ich finde schon auch wichtig, dass das Anschauungsmaterial dann dazu vorhanden ist. Und jetzt möchte ich nochmal ganz wichtig auch nochmal unbedingt erwähnen, natürlich ist jetzt diese Heidelandschaft, nachdem ich da jetzt viel geschimpft habe, das ist nicht nachhaltig und das ist degradiert und so weiter und so fort, trotzdem von einer ganz besonderen Eigenart und Schönheit. Das ist so ein bisschen wie mit Schottland. Ich liebe Schottland ja auch sehr. Das waren ursprünglich mal alles bewaldete Hänge, die jetzt die Highlands mit ihren kahlen Hügeln sozusagen bilden. Deswegen sind sie trotzdem wunderschön. Ja, also da kann man sich wirklich. Ja, das ist schwierig, weil es halt eben eine Kulturlandschaft ist und das hat dann, wenn man auf der Suche nach Urnatur ist, immer so ein Geschmäckle, wie man hier im Ländle sagt. Und ja, trotzdem, allein schon, um eben Vergleichsmöglichkeiten zu haben, um sowas näheren, späteren Generationen zeigen zu können und auch im Rahmen von, ja, der Fachbegriff ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, irgendwie so in diese Richtung gehend, ist das schon ganz, ganz wichtig, dass wir das behalten und uns eben dann auch großflächig angucken können, dass eine degradierte Landschaft nicht unbedingt hässlich sein muss, ja, das ist das eine. Und auch diese ganzen Prozesse, die da auch weiterhin stattfinden, können wir uns dann auch wieder weiterhin wissenschaftlich untersuchen, vielleicht mit neuer Methodik, von der wir jetzt noch gar nichts ahnen. Und dann wäre es natürlich auch hilfreich mit eben solchen Freilandlaboren, was die Lüneburger Heide irgendwo auch ist, tolle Referenzwerte zu haben für weitere spätere Forschung. Und ja, sie ist wunderschön und natürlich auch das für weitere Forschung interessant, gibt es durch diese ganz spezielle Landschaftsform auch eine ganz andere Form von Ökosystem, ganz andere Lebewesen, die nur da vorkommen und die wir ohne solche super armen Standorte, teilweise auch künstlich arme Standorte, in dieser Form nicht hätten. Das heißt, natürlich ist es eine sehr, sehr wertvolle, wichtige Landschaft, wenn sie eben auch trotzdem, ja, im Grunde durch Übernutzung und das, was wir ja mit dem ganzen Planeten anstellen, entstanden ist. Ja, ich glaube, das ist ein einigermaßen passendes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und vor allen Dingen jetzt die letzte Zeit zu hören. Bis zum nächsten Mal und das wäre es jetzt dann mit der Heide-Trilogie auch gewesen. Mehr Material habe ich nicht aus dem Norden mitgebracht. Danke, macht's gut.